Als ich gegessen habe, ging's bergab. Ich höre mich an, als wäre ich betrunken, ne? Nach 6 Monaten Intervallfasten wiege ich genau... Intervallfasten, also einen längeren Zeitraum nichts essen, ist gerade wieder voll im Trend. Und die Versprechungen, die man da bekommt, sind ziemlich groß. Zum einen soll es die beste Methode sein zum Abnehmen. Und gleichzeitig werden Hautunreinheiten minimiert, Konzentration und Fokus können deutlich verbessert werden und die Sensitivität einiger Nährstoffe, zum Beispiel Zucker. Unter anderem hängt das mit dem Stoffwechsel zusammen, den man dadurch verändern kann. Looking at you, Hardgainer. Das und noch vieles mehr sind Probleme, von denen viele betroffen sind. So auch ich. Von den unzähligen Intervallzeiträumen habe ich mir die gängigste Methode ausgewählt. 16:8. Das heißt, ich werde 16 Stunden am Tag fasten, worauf die letzten 8 Stunden am Tag gegessen werden kann. Dadurch hoffe ich mir, zusätzlich den Bezug zu Lebensmitteln wiederherzustellen und weniger Energieschwankungen durch den Alltag zu bekommen. Ich bin ehrlich, Fasten lief heute gar nicht gut. Ich habe so gestruggelt. Schlafprobleme gehabt, das ist die 2. Woche. Ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Mein ganzer Fokus war nur auf das Fasten, wann kann ich sprechen und ich muss einfach am Ball bleiben. Hoffentlich wird es morgen schwerer, damit ich sagen kann, yo, gestern war schwer und ich habe es gemeistert. Heute ist noch schwerer und ich würde es auch meistern. Ich musste es ja heraufbeschwören, Fasten heute. Ich habe absolut keine Energie, auch nicht so gut geschlafen. Training wird trotzdem durchgezogen, schön Oberkörper. Deswegen hänge ich auch gerade in dem Massageraum, denn jetzt werden sich easy 24 Minuten Wassermassage gegönnt, um auch wieder ein bisschen Ruhe im Kopf zu bekommen und auch Kraft zu tanken. Nach der anfänglichen Umstellungsphase berichten viele Menschen von mehr Energie und einem verringerten Müdigkeitsgefühl. Der Körper lernt, effizienter mit Energie umzugehen und alternative Energiequellen, also die Fettreserven, zu nutzen. Dadurch wird die Produktion von Ketogenkörpern angekurbelt, um mentale Klarheit und Konzentration zu verbessern. Ich habe das letzte Mal um 20 Uhr gestern Abend gegessen, 15:46 Uhr, und ich habe keinen Hunger. Ich habe gestern gut gegessen, ich habe clean gegessen, ich habe viel Gemüse gegessen und ich fühle mich heute so gut. Training lief so gut, wie schon ewig nicht mehr. Meine emotionale Verfassung heute ist einfach alles unfassbar stabil. Klar, ich hatte heute keinen Insulin-Peak und dementsprechend fühle ich mich auch extrem gut. Fasten ist der Gamechanger in der heutigen Zeit. Bin auch gespannt, was die Waage sagt. Denn aktuell sind wir auf 88,5 Kilo mit 20,3% Körperfett. Heute lief es richtig gut. Ich hatte keinen Hunger. Ich habe sogar geschafft, eine Stunde länger zu fasten. Das ist die Stunde länger, die ich am Vortag versäumt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so wieder gut machen kann. Als ich gegessen habe, ging's bergab. Ich hatte wirklich starke Kräfteschwankungen. Ich habe alles gemacht wie immer. Zwischendurch hätte ich wirklich Koma schlafen können. Also ich glaube, man hätte mich nicht mehr so schnell wecken können, wäre ich dann eingeschlafen. Auf dem Level hat es dann gekickt. Ich habe so viel mehr Energie morgens im Gym. Aber klar, der Körper kann ja auch das verbrennen, was er eigentlich gar nicht braucht. Intervallfasten kann zudem den Blutzuckerspiegel stabilisieren und Insulinresistenz reduzieren. Der Stoffwechsel wird angekurbelt und die Fettverbrennung gesteigert. Dies kann zu einer Gewichtsreduktion und einem besseren Körpergefühl führen. Während des Fastens kurbelt der Körper die Autophagie an, ein zellulärer Reinigungsprozess. Dieser Prozess entfernt beschädigte Zellen und Proteine und fördert die Regeneration. Dies kann zu einer verbesserten Zellgesundheit und einem verringerten Risiko für Krankheiten beitragen. 15.31 Uhr, in einer halben Stunde kann Fasten gebrochen werden und ich habe hier schon mein Meal quasi dafür vorbereitet. Heute wird es mal ein bisschen fülliger, allseits bekannten Fitnessmeal, das jeder kennt. Davor gibt es auch nochmal einen Whey Shake, bevor ich mir dieses fette Meal reinhabe. Haare. 29 Milliliter Sojamilch. A Scoop of Protein. Als nächstes, ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Ein Scoop of Protein. Aber das Allerwichtigste kommt noch rein. Ein leichter Scoop of Protein. Damit sind wir dann auch bei 65 Gramm Protein nach dem Training. Intervallfasten kann den Hormonhaushalt positiv beeinflussen. Zum Beispiel die Produktion von Wachstumshormon und Testosteron. Dadurch soll Energie, Muskelkraft und Libido gesteigert werden. Jetzt krieg ich das Licht hier nicht hin. Egal, ich krieg's jetzt gerade nicht anders hin, aber heute ist so ein Tag,
Ich bin komplett am Lallen und heute ist es mir sehr schwer gefallen. Aber die Vorfreude ist definitiv größer als an anderen Tagen. Und gerade heute ist so die Wertschätzung, dass ich mir Essen machen kann, dass ich Essen habe, dass ich einfach in den Laden gehen kann, um Essen zu bekommen. Und so sehen auch Konzentrationsstörungen aus. Ich höre mich an, als wäre ich betrunken, ne? Das ist auch Teil meiner Diagnose. Aber trotzdem wird hier Fasten durchgezogen. Ich habe sogar vergessen, meine Mikrofone zu laden. Wir haben bereits März. Man kann auf jeden Fall anhand von meinem Gesicht sehen, dass sich sehr viel verändert hat. Und jetzt ist es Zeit, auch Fasten zu brechen. Ich habe mir heute mal was gemacht, was ich mir sonst nie mache. Aber es fühlt sich so gut an, nicht diesen Struggle zu haben, jetzt Essen machen zu müssen, alles vorbereiten zu müssen, weil man unterwegs ist. Und ich war heute den ganzen Tag unterwegs und ich hatte diesen Stress nicht. Es ist so schön. Und das habe ich über die letzten Wochen und Monate so genossen, dass ich auch beschlossen habe, weiterhin zu fasten. Zwischendurch, ich bin Kraftsportler, kommt natürlich auch noch eine Aufbauphase, um ein bisschen Muskeln zu gainen, aber habe ich mich bis dato extrem verändert. Und ich fühle mich auch viel gesünder, habe viel mehr Power, viel mehr Konzentration und meine Akne, die ich hatte, geht immer weiter zurück. Es ist einfach geil. Regelmäßiges Intervallfasten kann die Schlafqualität verbessern und zu einem erholsameren Schlaf beitragen. Das wirkt sich natürlich positiv auf die Energielevel und den allgemeinen Regenerationsprozess aus. Es ist schon April. Ich bin auch gar nicht mehr so insulinsensitiv wie am Anfang. Ich kann mir jetzt, egal welche Mahlzeit ich mir als erstes reinfahre, nach den 16 Stunden fasten und ich muss nicht mehr Koma schlafen. Klar gibt es ab und zu Tage, wo mich das dann immer noch hittet, wie ein Fortnite-Busfahrer. Ich habe natürlich auch viele Sachen ausprobiert, welche Lebensmittel sind denn jetzt die besten, um Fasten zu brechen. Die Datenlage, die meisten Forscher und auch Leute, die Intervallfasten betreiben, sind sich einig, dass Fett und Eiweiß in Kombination beim Fastenbrechen wirklich der Key sind. Und das kann ich nur bestätigen. Und da ich ein sehr großer Ei-Konnoisseur bin, ja, die OGs wissen noch damals das legendäre Eibrot, aber diesmal nur das Ei, und zwar ein einziges, eine Vitaminbombe zum einen, zum zweiten haben wir da gute Fette und zum dritten, wir haben viele Proteine. Und zwar 100% bioverfügbare, die unser Körper aufnehmen kann und auch verwenden kann. Was für mich als Kraftsportler natürlich essentiell ist. Es muss nicht immer ein Proteinshake oder sowas sein. Und nachdem ich das eine Ei gegessen habe, warte ich immer so 10 bis 15 Minuten, was am Anfang auch echt der Struggle war. Ich habe kaum noch Gesichtsunreinheiten oder generell Unreinheiten am Körper, was wirklich alltäglich war. Mein Rücken sah immer aus wie ein reines Schlachtfeld, auch wenn ich keine irgendwelche Substanzen konsumiere für den Kraftsport. Und ich bin halt auch befallen von Akne. Da gibt es aber auch andere Hilfsmittel, die helfen bei Akne, weil das einfach nur Proteine sind, die im Körper nicht eingefangen werden, die sich dann irgendwo ablagern müssen und dann halt im Gesicht landen. Ich kann ja auch mal ein ganz eigenes Akne-Video machen. Reinere Haut und wenig Körperfett heißt aber auch, man sieht meine Augenringe besser. Und damit struggle ich gerade wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut hier in diesem Licht erkennen kann, aber meine Augenringe sind wieder groß wie Schaufeln und ich kann damit wirklich in der Sahara beim Sandscheffeln helfen. Und was mir noch sehr zugute kommt, ist, meine Konzentration hat sich wieder verbessert. Ich hatte zwischendurch schon Konzentrationsstörungen, die meistens dann aufgetreten sind, wenn ich gegessen habe. Das hat sich gerade komplett gelegt. Ich genieße gerade wirklich alle Vorzüge vom Intervallfasten und kann es derzeit wirklich jeden empfehlen. Das ist wirklich lebensverändernd. Da bin ich mal gespannt, was die Körperfettmessung sagt. Und bevor wir das tun, schauen wir uns erstmal an, wo war ich und wie schnell bin ich wohin gekommen. Wir haben hier am 1.10. 87,7 Kilo gehabt. Da habe ich auch angefangen mit der Aufzeichnung. Darunter haben wir die fettfreie Muskelmasse, darunter die Skelettmuskelmasse und darunter, der Wert, der uns natürlich am meisten interessiert, der Körperfettanteil. Und der liegt gerade bei 20,4% am 1.10. Und man kann schon ganz gut erkennen, dass im Laufe der Zeit es schon so ein bisschen runtergegangen ist. Relativ schnell im Dezember dann auf 17% Körperfett gedroppt und 83 Kilo. Das schon schnell. Dann ging es auch schon Januar weiter mit 80 Kilo und 14,5% Körperfett. Das geht viel zu schnell. Die vorletzte Messung lag bei 75 Kilo und 11,4% Körperfett. Und jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wie viel habe ich tatsächlich bis heute 6 Monate lang abgenommen? Was ist der finale Wert? Nach 6 Monaten Intervallfasten wiege ich genau 74,2 Kilo und bin auf 10% Körperfett gedroppt. Zur Erinnerung, wir haben mit 20% Körperfett angefangen und ich bin jetzt auf 10%.
Ich habe das quasi halbiert. Okay, das ging dafür viel zu einfach. Kraftsportler haben einen hohen Proteinbedarf, um Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten. Im Schnitt sollte man zwischen 1,5 und 3,5 Protein auf sein Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Intervallfasten kann die Proteinzufuhr erschweren, da die Zeitspanne für die Nahrungsaufnahme begrenzt ist. Um dagegen zu halten, ist es sinnvoll, auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen. Denn bei unzureichender Proteinzufuhr kann es zum Muskelabbau kommen. Und da das allgemeine Fasten jetzt auch Teil meines Lebens geworden ist, wird es da definitiv auch noch einen zweiten Teil geben, wo ich ein Jahr lang Fasten ausprobieren. Um das nicht zu verpassen, lasst gerne ein Abo da, bewertet das Video mit einem Like, das hilft auf jeden Fall dem Algorithmus und schreibt mir gerne eure Erfahrungen, falls ihr welche habt, mit Intervallfasten in die Kommentare. Für den zweiten Teil werde ich dann auch das Whoop-Band benutzen, um noch mehr Daten preisgeben zu können. Bis dahin sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, peace!